Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Wir sind wieder zurück hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute also der dritte und abschließende Teil unserer Karen Supertrader, der große Betrug oder die Gerüchte, was auch immer, Serie. Heute geht es also darum, was war der eigentliche Betrug hinter dem System, wie ist es aufgeflogen, was hat das Ganze mit der SEC zu tun, all das jetzt im Video. Was ist nun eigentlich der Beginn dieser ganzen Geschichte? Also, das Ganze hat wohl angefangen im Jahr 2003, dass diese Frau, wir blenden euch hier mal ein Bild von ihr ein, Karen, eben angefangen hat, die hat ganz normal gearbeitet irgendwo und sie hat eben ihr Geld, ich glaube Merrill Lynch damals gegeben, $100.000, hat gesagt, macht was aus meinem Geld. Und irgendwann hat sie mal angefangen und hat sich selber mit dem Thema beschäftigt. Die hat gesagt, dass sie ab sofort Strangles verkauft oder dass sie sich darauf spezialisiert hat, Strangles zu verkaufen und zwar auf die Aktienmärkte. Hat sich von ihrer Familie weiteres Geld geliehen, sodass sie dann $600.000 hatte. Jetzt geht es darum, was ist eigentlich schiefgelaufen in ihrem Handel? Das ist euer Kontostand. Der sinkt, gleichzeitig steigt aber deine Margin immer mehr an. Und irgendwann kommt der kritische Punkt. Und das war genau so ein Punkt, der ihr wahrscheinlich das Genick dann am Ende gebrochen hat in ihrem Handel. Okay, wir haben in den ersten beiden Videos schon darüber gesprochen, was das eigentliche Problem war von dem, was Karen gemacht hat, was sie gehandelt hat, was dann unserer Meinung nach, ich muss es hier an der Stelle nochmal sagen, wir haben natürlich nicht mit ihr gesprochen, wie auch wir haben auch nicht die detaillierten Unterlagen, um wirklich nachschauen zu können, so war es, aber aus dem, was man im Internet recherchieren kann, was man auf offiziellen Seiten findet, scheint das Ganze schon relativ rund zu sein. So, was war jetzt der eigentliche Betrug? Und dazu muss man mal ein bisschen schauen, wie hat denn Karen dieses Geld überhaupt angelegt? Wie schon im letzten Teil erwähnt, wenn du nur Geld verlierst an der Börse, selbst auch als Fonds, ist das natürlich kein Problem. Dann bist du halt ein schlechter Performer, aber ja gut, das ist kein Betrug an sich. Was hat sie gemacht? Nachdem sie angefangen hatte, ihr eigenes Geld zu gründen, hat sie eine Fondsgesellschaft gegründet, eine Partnership, die hieß Hope Advisors, Hope die Hoffnung. Warum Hope die Hoffnung? Weil sie wollte damit ein Projekt unterstützen, das sie auch wieder gegründet hat, nämlich die Just Hope Foundation, eine Stiftung. Und diese Stiftung gibt es auch, die hat auch gearbeitet, die macht auch, die gibt es auch jetzt immer noch, braucht ihr bloß googeln, Just Hope Foundation. Und die hat Projekte in Afrika unterstützt. Alles Mögliche. Ne? Könnt ihr auf der Website nachlesen, was es da gibt. So, und mit ihrer Hope Advisors Fondsgesellschaft hat sie 2 Fonds gegründet. Und die muss ich jetzt vom Namen her ablesen. Nämlich einmal ist es der, einmal heißt der Hope Investments und zum anderen HTP Investments. So, in dem hat sie Geld gesammelt und hat eben das nach ihrer Methode gehandelt. Und da hat sie natürlich Gebühren in Rechnung gestellt. Und diese Gebühren dienten dazu, diese Hope Foundation zu unterstützen. Und die Hope Foundation selber als Stiftung hat aber auch wie ihrerseits wiederum Geld in die Fonds angelegt. Ne, ihr wisst da, Stiftungen verteilen in der Regel immer nur die Zinsen, die sie erwirtschaften, nie das Grundkapital. Und deswegen floss das Geld also dann auch wieder teilweise in die Fonds zurück. Alles soweit gut, gibt es ganz oft, ist nichts Besonderes. Was ist jetzt in so einem Fonds passiert? Wenn ihr euch mal überlegt, es gibt bei Hedgefonds beispielsweise, gibt es in der Regel 2 Arten von Gebühren. Bei Hedgefonds nennt man das sehr häufig die 220-Regel. 220 bedeutet, der Fondsinitiator bekommt 2% des verwalteten Vermögens und dann noch eine 20%ige Gewinnbeteiligung auf die Gewinne. Bei ihr war es jetzt so, dass es keine Fondsverwaltung gab, sondern eine ausschließliche Gewinnbeteiligung, und zwar je nach Fonds zwischen 10% und 20%. Und diese Gewinnbeteiligung, die wird normalerweise nach dem sogenannten High-Watermark-Prinzip berechnet. Was heißt das jetzt? Stellt euch Folgendes vor. Ihr habt hier einen Kontostand von, sagen wir mal, $10.000. Und jetzt steigt das Konto an auf $12.000. So, dann hat dieses Konto ja $2.000 Gewinn gemacht. Und jetzt wird gesagt, okay, von diesen $2.000 bekomme ich eben 20% Gewinnbeteiligung, sprich in dem Fall wären das $400. So, und die 12.000, diese hier,
Die gelten jetzt als sogenannte High Watermark. Das heißt also, erst wenn das Konto darüber geht, dann kann es wieder neue Gewinnbeteiligung geben. Das heißt also, wenn jetzt im nächsten Quartal beispielsweise das Ganze hier runter geht auf 11.000, dann gibt es natürlich keine Gewinnbeteiligung, weil es gibt ja erst ab 12 was und sie hat ja auch einen Tausender verloren. Und wenn es eben jetzt im nächsten Monat oder im nächsten Quartal, sagen wir mal, auf 13.000 geht, so, dann hättest du zwar 2.000 Gewinn gemacht, aber du bist ja über diese alte High Watermark nur 1.000 oben drüber, also gibt es nur auf 1.000 Dollar die Gewinnbeteiligung. So werden üblicherweise Gewinnbeteiligung berechnet, sogenanntes High-Watermark-Prinzip. Das ist überall so, in Amerika, in Deutschland, in Asien, in der ganzen Welt wird das so gemacht. Bei ihr war aber jetzt Folgendes, und zwar in den Fondsunterlagen steht drin, dass es tatsächlich nach diesem High-Watermark-Prinzip gemacht wird, und zwar auf den wirklichen, man nennt das Netto-Inventarwert, NAV, das heißt also, was der Fonds wirklich wert ist, was an Geld drin war. So. Jetzt hat sie allerdings eins gemacht, nämlich sie hat ein bisschen getrickst und so steht es zumindest in den Unterlagen der SEC und wie gesagt, wir verlinken euch das nochmal darunter, dass ihr euch das durchlesen könnt. Es sind 34 Seiten, versteht man aber auch, wenn man ein bisschen Englisch kann. Und da hat man jetzt gesehen, dass sie Folgendes gemacht hat. Und zwar, sie hat ja mit ihrem Fonds Geld verloren. Das heißt, sie hätte sie hat mal irgendwann einen Hochpunkt gehabt und danach hat sie nur noch Geld verloren. Sie hätte überhaupt keine Gebühren mehr in Rechnung stellen können, weil wenn du nichts verdienst, kannst du natürlich auch keine Gewinnbeteiligung in Rechnung stellen. Und deswegen hat sie einen Trick angewandt und hat gesagt, wir stellen jetzt nur noch die Gebühren auf realisierte Gewinne ein. Das heißt also, sie hat Folgendes gemacht, sie hat immer kurz vor Ende einer Abrechnungsperiode, ich glaube monatlich war das, hat sie einen Kalenderspread gemacht, oder nicht nur einen, sondern wahrscheinlich eben riesige Summen. Und ein Kalenderspread, das wisst ihr, der ist einmal im Geld, oder beziehungsweise einmal im Frontmonat und einmal in einer längeren Laufzeit. Und sie hat jetzt Kalenderspreads gemacht tief im Geld, wo man also wusste, der erste Monat wird definitiv ein Gewinner werden und der zweite, der dann in der nachfolgenden Periode, also zum Beispiel nach Ende des Monats ausläuft, das ist zwar ein Verlierer, aber die matchen sich in der im Grunde genommen. Was war jetzt aber der Trick? Sie hat quasi, na, hier ist die Monatsende, hier macht sie einen Gewinn, sagen wir mal von 10, den realisiert sie und im Monat darauf macht sie hier ein paar Tage später einen Verlust von 10, den realisiert sie auch, aber sie hat eben jetzt hier auf diese 10 die Gewinnbeteiligung in Rechnung gestellt. Der Nettoinventarwert des Fonds ist immer weiter gesunken. Das hat sie ihren Kunden aber gar nicht so richtig mitgeteilt, denn das kann man auch in den Unterlagen nachlesen. Die Kontoauszüge, die sie verschickt hat, da stand eben immer drauf, wir haben diesen Monat so und so viele Millionen realisiert, deswegen gibt es auch diese Gebühren. Und dann irgendwo ganz versteckt auf der zweiten Seite stand dann so ein kleiner Nettoinventarwert, der immer weniger wurde. Und das ist der eigentliche Betrug und das ist auch das, was ihr die SEC natürlich vorwirft, nämlich, dass sie erstens nicht nach High Watermark gearbeitet hat und dann eben wirklich dieses betrügerische System angewandt hat, immer Trades zu machen, die vorderscheinlich Gewinn brachten, letztendlich aber Nullsummenspiele waren, die Verluste fielen unter den Tisch und es wurden immer wieder neue Gewinne realisiert, immer durch den erneuten Verkauf. Das musste natürlich dann immer größer werden, damit man die vorherigen Verluste wieder ausgleichen konnte und damit hat sie ihre Anteilseigner wirklich betrogen. Weil du kannst, wie gesagt, niemand Geld wegnehmen, wenn du für ihn überhaupt keinen Gewinn machst. Da kannst du keine Gewinnbeteiligung in Rechnung stellen. Das ist der eigentliche Betrug, den sie gemacht hat. Bevor wir jetzt aber hier ein Urteil fällen und sagen, ah, Betrügerin, ich habe es schon immer gewusst und die von Tasty Trade und so weiter und so fort, vergessen wir das mal. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, sowas passiert ja nicht zum ersten Mal. Sowas gibt es ja immer mal wieder. Und unterstellen wir ihr einfach mal, dass sie nicht mit böser Absicht das Ganze am Anfang zumindest angefangen hat, sondern vielleicht auch ein bisschen da reingerutscht ist, nicht genau verstanden hat, warum sie da reingerät und das dann irgendwann nicht mehr aufhalten konnte, dieses Rad. Was können wir jetzt aber daraus lernen? Und ich habe mir mal ein paar Punkte notiert, deswegen schaue ich kurz hier nach unten, die wir daraus lernen können. Nummer 1. Als ich damals diese Videos gehört habe, ich habe es euch ja beim ersten Video gesagt, ich habe es nicht angeschaut, weil mir es zu lang war, aber es gibt doch diesen alten Satz, was zu gut aussah oder was zu gut ausschaut, um wahr zu sein, ist oftmals auch nicht wahr. Und genau das hat halt hier wieder mal zugetroffen. Das ist also die Lehre Nummer 1. Lehre Nummer 2. Short Strangles
sind keine schlechte Strategie, aber in Aktienmärkten sind sie einfach eine Katastrophe durch den Skew. Das haben wir im zweiten Video besprochen. Deswegen Short Strangles nicht im Aktienmarkt machen. Dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Martingale sind keine gute Idee. Wir haben euch vor kurzem ein Video gemacht, warum Martingale eine Katastrophe ist. Wir verlinken nochmal das Video zu den Martingalen. Und das sieht man auch hier wieder. Was hat sie gemacht? Ne? Wenn es schief lief, Positionen erhöht und erhöht und erhöht. Das geht halt irgendwann schief. Irgendwann bist du eben so voll, dass dann ein kleiner Hauch genügt und dich nimmt es aus dem Rennen. So, letzten zwei Punkte. Margin auf Anschlagform. Wie viele sagen mir immer wieder beim Optionshandel, Mensch, ich nutze doch hier nur so und so viel Prozent vom Konto und das liegt alles leer und könnte ich denn nicht ein bisschen mehr fahren und so weiter. Und wir sagen immer wieder, nein, 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 das Konto ist ein Sicherheitspolster, die Margin ist ein Sicherheitspolster. Es geht nicht darum, das bis unter Volllast zu fahren. Und das hat sich auch hier wieder gezeigt. Ne? Fährst du ein Konto unter Volllast, kommt über kurz oder lang der Tag, wo es dich aus dem Markt nimmt. Und dann der letzte, und das werden vielleicht ein paar anders sehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das so ist. Nämlich, wenn du sagst, du hast einen Markt, du hast eine Strategie und du fährst immer die gleiche Positionsgröße, dann wird das über kurz oder lang auch in der Katastrophe enden. Warum? Um gute Ergebnisse zu erzielen, musst du relativ großes Risiko hier eingehen. Ne? Und irgendwann kommt der Tag, wo es eben nicht funktioniert. Und deswegen diese ganzen Income-Strategien, die nicht schlecht sind, aber wenn die immer gefahren werden, ohne Rücksicht auf die Volatilität, ohne Rücksicht auf die Marktverhältnisse, immer mit der gleichen Positionsgröße, das geht eben auf Dauer nicht gut, egal wie die Backtester aussehen wollen. Irgendwann kommt der Tag, wo es dich aus dem Rennen nimmt und wenn es rein mental ist, dass du es nicht mehr aushältst. Und deswegen, wer sowas handelt, wer Income handelt, variiert die Positionsgrößen, achtet auf die Volatilität. Ihr könnt nicht in einer volatilitätsarmen Umgebung genauso handeln wie in einer hochvolatilen Umgebung, also wo ihr fürs Risiko bezahlt werdet, unten werdet ihr nicht bezahlt. Und das sind eigentlich so die Lehren, die man daraus ziehen kann und daraus sieht man auch wieder, alles hat sein Gutes. Wir waren nicht involviert, wir waren nicht betroffen, wir können aber etwas daraus lernen und deswegen bin ich jetzt gespannt auf eure Meinungen, auf eure Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was ihr vielleicht für euch persönlich mitnehmt daraus, was ihr in eurem Trading vielleicht ein bisschen ändert oder anpasst oder aber sagt, genau die Dinge sind es auch schon, die ich beachte, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne, ich danke euch für die Zeit, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. In diesem Sinne, Servus, macht's gut, bye bye.